Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zuschauer sind ja leider Gottes nicht mehr da. Ich kann es an der Stelle wirklich. Was? Ach, im Stream sind hier auch noch. Ich habe vergessen, als Pirat den Stream zu grüßen. Hallo Stream. Also, ich kann mich kurz fassen nach dem kleinen Vorgeplänkel. Möchte auf ein paar ganz kurze Kernpunkte eingehen. Zunächst möchte ich mich tatsächlich bedanken. Das Beratungsverfahren, Frau Ministerin Schulze in Vertretung, aber auf jeden Fall dem Ministerium. Das Beratungsverfahren fand ich persönlich tatsächlich sehr gut. Wir haben im Ausschuss Anregungen machen können. Wir haben relativ schnell natürlich festgestellt, dass die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit aufgenommen werden können in diesen Gesetzentwurf, da mittlerweile dann auch die Voraussetzungen dafür gegeben waren. Ich finde es ein bisschen schade, Herr Hafke hat das gerade ganz kurz angeschnitten, dass wir nicht tatsächlich zu einem gemeinsamen Änderungsvorschlag am Ende gekommen sind. Aber da gab es dann die Vorstellung natürlich der CDU, was die im Ausland erworbenen Abschlüsse angeht. Das ist schade, allerdings schließe ich mich hier der rot-grünen Mehrheitsmeinung tatsächlich an. Diese Regelung hat nicht in diesem Gesetz oder sollte zumindest auch aus meiner Sicht oder der Sicht meiner Fraktion nicht in diesem Gesetz geregelt werden, sondern tatsächlich separat. Also insofern ist der heute hier auch abzustimmende Änderungsantrag von SPD und Grünen, dem ist zuzustimmen. Wir werden dem zustimmen und werden dann auch unser Abstimmverhalten, wir haben uns im Ausschuss noch enthalten zu diesem Gesetzentwurf. Wir werden das heute auch abändern, werden dem Gesetzentwurf letztendlich zustimmen, da eine wichtige Änderung jetzt auch tatsächlich mit aufgenommen ist. Und insofern nochmal ganz herzlichen Dank für die Beratung und schönen Abend. Dankeschön.